130919. Ey, ich komm raus, komm schnell. Freunde, es ist 10 Uhr morgens, auf jeden Fall zu früh für mich, weil ihr wisst ja, ich schlafe eigentlich bis 11 oder 12 Uhr an einem Samstag, aber heute ist spezieller Tag. Ja, es ist Samstag. wie gesagt, es ist 10 Uhr, das war gerade nicht meine Moderation, Leute, eigentlich sage ich hier mal Highlight schon ganz zu dem Video, mein Name ist Selina. Aber wie ihr seht, ich bin zu müde, um das zu sagen. Und ja, ihr seht im Hintergrund eine Eiersammlung. Darüber reden wir am besten gar nicht, okay, weil wir haben gestern, ich glaube um 23 Uhr, von unseren Freunden Döner Lahmacun bekommen. Das war sehr schön, Leute. Ja, manche Lahmacun war zu scharf, aber was erwartet sie? Das war Lahmacun. Wir gehen jetzt rüber zur Ecke, Leute. Davor trinke ich noch mein Glas leer. Oh, das ist schon leer. Okay, jetzt gehen wir zur Ecke und gucken, was die so macht am frühen Morgen. Und ja, Leute, 10 Uhr ist ein früher Morgen. Ich bin noch nicht bereit, in ihr Zimmer zu gehen, Leute. Das ist öfter mehr als in meinem. Ah. Ist okay. Oh Gott, hey. Ich habe Augenringe. Du hast gar nicht geschlafen mit mir. Und Egg, mit wem schreibst du, dass du lächelst? Ich habe ein lustiges Bild von mir gesehen. Hä, zeig mal. Oh Gott, das willst du nicht sehen. Hä, zeig mal. Nein, nein. Ich habe ja, warum hast du solche Bilder von mir? Ich habe mit Ria gefacetimed und hatte Screenshots gemacht. Wir reden nicht darüber, okay, ich dachte, ich habe in dem Moment mein Zimmer umgestellt und ja, ich war halt müde und dann kam es halt einfach so zustande. Du hast einen Fleck auf deinem Oberteil. Nein, das ist Wasser. Hat da jemand gekleckert? Du bist so cringe am Morgen. Ich bin müde, sehr müde bin ich. Was für Farbe ist das? Das ist das gute Lazis. 99? Ich habe 010. Ich habe auch von der Marke. Ja, ist es jetzt gut oder schlecht? Das ist schlecht, das ist zu dunkel, ey. Das ist gut, aber... Hey, warte, Leute, ich hole kurz meins, weil es kann nicht sein, dass Egg mit dunklerer Hautfarbe hat. Er hat ein Ziel. Nein, jetzt habe ich gerade das hellste drauf. Nein, ich hole kurz meins. Okay, man sieht nichts mehr, aber das ist mein Concealer. Hier steht 020 drauf. Classic Beige. Ah, nee, 002 sogar. Und Anja hat 090. Okay, also das hier ist mein Concealer und das hier ist Eggs Concealer. Meine Innenkamera hat sich gerade geöffnet. 002 Classic Beige. Ich hab aber den hellsten drauf. Ich hab mich verkauft. Verkauft? Du hast dich verkauft. Was? An wen denn? Bitte. Du hast das Falsche gekauft und du hast dich nicht verkauft. Ja, manche. Deutschkenntnisse um 10 Uhr. Ach Gott, Leute, apropos Deutschkenntnisse, gell? Ich habe Deutsch 2,1 geschrieben in einem. Ich weiß nicht, wir mussten irgendwas schreiben. Ich habe 2,1 geschrieben, gell? Bei Grammatik von 6 Punkten habe ich 5 bekommen. Bisschen überrascht. Ich kann ja eigentlich gar kein Deutsch. Das ist eigentlich voll gut, gell? Ich mache mir jetzt was zu Frühstück, Leute. Und heute mache ich mir Pop-Tarts, also einen kleinen Süßigkeiten-Snack am Morgen, ne? Soll ich mitkommen? Nein. Mein Frühstück bei dir, okay? Nein. Mach kein Auge, das sind nur meine, okay? Das sind zwar 8 Stück. Das sind 8 Stück, aber das sind meine. Wenn du diesen Raum hier haben möchtest, wenn du hier essen Der Raum hat uns beiden gehört. Kann man es einfach reinmachen, gell? Sicher? Nö. Egal, wenn nicht, bring es an. Ah, das muss auf kleinste Stufe. Oh, riechst du das? Verbrannt. Trina. Bist du schon fertig? Yes. Nein, Mann. Boah, es riecht echt verbrannt. Egal, Leute. Lady Fresh, Lady Bean. Ich hole Teller. Okay, Leute, also ich tue das jetzt einmal abbrechen und eigentlich darf vor dir essen. Warum? Weil es eigentlich nur für mich gedacht war. Weil ich eigentlich nur für mich machen wollte. Jetzt kannst du essen. Gottes Willen. Ganz stürmische Zeit. Schmeckt so ziemlich schnell. Ich möchte euch zwei Sachen mitteilen. Und zwar gestern habe ich was gegessen vom Döner. Und Leute, ich weiß nicht, ob ich psychisch krank bin oder so, aber ich habe mich mehr auf die Cola gefreut als auf das Essen. Der Zucker kommt in meine Augen rein. Ich glaube, nicht jeder normale Mensch würde sich mehr über das Essen freuen, aber nein, ich habe mich mehr über die Cola gefreut. Ich wollte 3 Colas statt eine Dönerbox, aber das hat mir das nicht erlaubt. Das ist viel teurer als eine Dönerbox. Das ist jetzt egal. Cola ist wichtiger. 3 Stück. Und die zweite Sache ist, ich habe morgens Cola getrunken. Ihr wisst ja, ein Tag am Morgen und der Tag ist gerettet. Das ist eine ein Flick. Tag am Morgen. Eine Cola am Morgen. Also ein Glas am Morgen und mein Tag ist gerettet. Aber Punkt ist, ich habe halt zum Vergleich Wasser und Cola getrunken. Und das Schlimme ist,
Ich habe keinen Unterschied gespürt. Cola war für mich wie Wasser. Ich dachte so, hä, fehlt da Zucker, fehlt da Süße? Ich habe nochmal getrunken, meine Packung aufgemacht. Das war wie Wasser. Ich glaube, wir sollen echt so einen Diabetes-Test machen. Ja, warum? Ich schwöre, kann man das kaufen? Da. Warum? Wir machen so einen Diabetes-Test. Nein. Dann nehmen wir dir Blut ab und schicken es ins Labor. Nein, Mann. Und dann gehen wir ins Labor für die Live-Bewertung. Nein. Da. Nein. Leute, stimmt ab in den Kommentaren. Sag ja. Es geht um deine Gesundheit. Hä, hey, nein, wenn ich Diabetes habe, ich will nicht wissen, dass ich Diabetes habe. Was interessiert es mich dann? Was? Tina, ich gehe nicht in Küche, ich gehe auf Toilette. Ich bin das auch Küchendienst. Das auch mit. Die denkt auch, ich bin Küchendienst. Bist du? Hey, au! Okay, Leute, also. Hey, Erk hat ihr Handy da gelassen. Die ist jetzt auf Klo, Leute. Das bedeutet, wir machen jetzt hier diese Pinkhole-Sache. Das heißt, wir werden schauen, was Ex-Pinkhole ist. Wir müssen aber erst überlegen. Wir haben keine Zeit zu überlegen. Okay. Hä, du hast das schon mal versucht. Ich habe ein Video, glaube ich sogar. Weil, ich glaube vor 2 Monaten oder so, habe ich ein Video gemacht, wo man gesehen hat, was... Ja, mach schnell. Ich kann nicht so schnell. 1, 3, 5. Mach schnell. Ich kann nicht schnell, das ist zu lang. Das war's auch. 1, 3, 0, 9, 1, 3, 0, 9, was haben wir 1, 13? Gib irgendwas ein. 1, 3, 0, 9, 1. Ich sperre das nicht, gell? Ich will nur versuchen, habe ich bis gesperrt? 1, 3, 0, 9, 1, 9. Ey. Ich komm raus, komm schnell. Warte, erzähl. Wir sind in unserer Abstellkammer. Ganz weit weg von Eck, weil das ist am Ende der Wohnung. Oh Gott, ich bin noch nicht so viel gerannt, gell? Mach schnell, schnell. Okay, okay, passt so das? 1, 3, 0, 9, 1, 9. Welchen Boy hat der da kennengelernt? Hey, die schreibt ja gar nicht so viel über mich. Geburtstagsliste, wen lade ich ein? Oh, wie viele Jungs wollte die da zu ihrem Geburtstag einladen? Locker 10 Stück. Oh, die hat 9 Leute auf ungelesen gelassen. Okay, ich will jetzt alle öffnen. Das finde ich leider nicht so geil. Wie hat die sowas auf ihre... Ich hab's geschenkt. Oh, ist die Haare wieder dünn und braun. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich mache mir einen Fingerabdruck. Weil das heißt, auch wenn Alina ihr Passwort ändert, Leute, habe ich einen Fingerabdruck. Warum hast du mein Handy? Erstens, warum hast du mein Handy? Zweitens, wie bist du an meinen Konto angekommen? Drittens, warum bist du in der Kammer? Wir haben in deinem Handy Videos gesehen, die wir nicht sehen wollten. Dann sahst du mir sehr, sehr männlich aus. Wir haben eins gefunden. Oh nein! Das hat mich sehr verstört. Was ist das? Oh Gott! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, was das ist! Oh Gott! Wir haben noch eins gefunden, Alter, mit diesem Winters-Filter. Das hast du so gemacht. Das sah so aus wie ein Kerl, gell? So 8. Dezember 2019, also nicht ganz so weit her, ne? Hä? Was hat die mit meinem Handy gemacht? Ich hab alles gesehen, WhatsApp-Chats. Warum lässt deine besten Freunde auf ungelesen? Ich hab alle geöffnet, Alter, die Arme. Was, du hast geöffnet? Ja. Aber es sollte doch ungeöffnet bleiben. Sollte ein geschlossenes Buch bleiben. Aber Leute, ist euch mal aufgefallen, die hat keinen einzigen Jungen auf ungelesen gelassen. Mann, wieso bin ich nicht in Instagram rein? Also Leute, ich wollte mir gerade diese Cory Warn-App holen. Das muss ich kurz bestätigen. Und dann steht hier jetzt, dass ich die App bereits besitze, obwohl ich die nicht besitze. Habe ich nicht. Jetzt Apps zu suchen, ist halt die App. Aber ich habe die nicht. Ich kann ja auch nicht auf Öffnen klicken oder so. Ich habe die App aber nicht, Leute. Das ist gerade mein erstes Mal, dass ich die überhaupt angucke oder dass ich die runterlade. Warte, ich kann mein Handy neu starten. Aber ich besitze die App nicht. Ihr habt gerade beide gesehen, ich habe die zum ersten Mal runtergeladen, Leute. Und jetzt steht da, dass ich die schon besitze. Ihr seht hier jetzt nicht dieses Zeichen, dass ich das bereits runtergeladen habe. Jetzt laden. Warte. Ja, hast du das neue Update? Klarst du, ne? Ich habe immer alle neue Updates. Wir haben jetzt automatisch gemacht. Ja, jetzt steht da gekauft. Habe ich da gekauft. Ich gucke jetzt mal mit Abos. Ah, jetzt steht da die ganze Zeit gekauft. Was ist das? Hä, da wurden gerade ganz andere Apps draufgeladen, gell? Was sind das für Apps? Hä, erstmal im Ernst. So, hä, warum passiert das?
Also machen wir nochmals? Nein, ich kann eben nicht so. Ich kann das nicht nochmal runterladen. Ich habe das Ganze gekauft. Freunde, ihr seht, ich habe mein Englischbuch dabei, Leute. Ich habe es jetzt halt gekauft. Und eigentlich hat es mir abgeholt gestern. Es ist zwar eine Woche zu spät hier, habe ich das gekauft. Aber egal, Leute. Aber jetzt, als Mine, meine Lehrerin, die war von Lethe, die hat zu mir gesagt, dass ich mein Handy benutzen darf und halt die Seiten von der Freundin abfotografieren darf, sodass ich es halt benutzen darf im Unterricht. Eigentlich haben wir Handyverbot auf dem kompletten Schulgelände. Das hat mich sehr, sehr erfreut. Achso, stimmt, Leute. Wir haben Hausaufgaben in Deutsch bekommen, okay? Wir mussten eine App runterladen, ne? Ich habe jetzt schon 2 Schul-Apps auf meinem Handy, okay? Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Was, wenn ich mir jetzt ein Spiel holen muss? Bitte so will. Oder die Cory-App. Ja, oder dir. Nein, nie wieder. Ja, was mache ich dann? Richtig, geht nicht, weil ich 2 Schul-Apps auf meinem Handy habe, gell? Beide, von beiden kriege ich Benachrichtigung. Und mein Charakter da, warte, ich muss euch das zeigen. Wie heißt die App? Anton. Ich muss euch das zeigen, Leute. Mein Charakter da, gell? Ich habe einen Speckbauch. Ich weiß nicht, wie man das wegmacht. Also falls jemand weiß, wie man das wegmacht in der App, ne, sagt es mir bitte. Warte, ich zeige euch das kurz. Guck mal, Leute. Ich habe ein Speckbauch. Bei Beine kann ich das nicht wegmachen. Das wird mir nicht angezeigt. Dann hier bei Körper wird mir das zwar angezeigt, aber es gibt kein Oberteil, das ist verdeckt. Aufdruck sind diese komischen Zeichen da. Mantel. Was ist Mantel? Ich will nur anprobieren. Okay, anprobieren. Hier habe ich hier. Ihr seht, hier ist mein Speckbauch auch nicht weg. Hä? Weste? Ja, Weste macht's auch nicht weg. Oh, hier gibt's Kostüme. Oh, Kostüme macht es weg. Rückhaar. Ja, ich muss an meine Rückenhaare denken. Bart. Maske? Hast du gesehen? Ich hab Bart. Lass mal so. Nein, Mann. Ach doch. Ich geh mir mal so voll. Oh! Das ist schön. Das lasse ich. Aber Maske brauche ich trotzdem. Guck mal, Leute, wir haben hier sogar Mundschutzmaske. Das ist mein Avatar jetzt, Leute. Und jetzt habe ich nicht nur noch einen Speckbart, sondern auch ein Bart, ein Vollbart sogar. Ja. Was soll ich Dings machen? So automatisch. Aber dann musst du so lassen. Okay. Nein, ich sehe dich. Nein, du musst so lassen. Echt jetzt? Ja. Okay, noch einmal, aber dann musst du dich lassen. Ey, das ist ja noch schlimmer. Was sind das für Füße, Digga? Alle guten Dinge sind 3? Kann ich zurückspulen?